Das tut oft sehr weh. Sie sind sehr kreativ, genau wie Tommy Sun. Aber sie töten ihre Kreativität. Ich habe viel Zeit mit Tommy Sun verbracht und ich sagte ihm, ich sei sein Freund und er müsse aufhören. Er könne nicht, sagte er. Er starb noch im gleichen Jahr. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt sagen, hören Sie auf, Sie werden sterben. Ich bin Ihr Freund, Sie sind wie Tommy und ich möchte Sie nicht auch noch verlieren. Ach was, Mr. Udo, wehrte ich ab. Ich amüsiere mich doch nur ein bisschen. Er machte ein sorgenvolles Gesicht. Dieser äußerst professionelle japanische Geschäftsmann hatte mich irgendwie in sein Herz geschlossen, obwohl ich ihm nichts als Ärger bereitet hatte. Nun wollte er mich vor dem Grab retten, auf das ich zielstrebig zuwankte. Er sah, dass dieses Grab genau auf meinem Weg lag, aber dieser Weg war für mich dunkel. Niemand außer meinem Schöpfer wusste, wann sich der Boden plötzlich vor meinen Füßen auftun und ich abstürzen würde. So schnell, dass mir keine Zeit mehr bliebe zu bedauern, einen so gefährlichen Weg ohne ein einziges mich leitendes Licht eingeschlagen zu haben. In jener Nacht verließ ich das Hotel allein und ging in ein Striplokal, das eigentlich ein verkapptes Bordell war, wie mir der Empfangschef im Hotel gesagt hatte. Dort gab es 4 verschiedene Säle. In einem spielte eine chinesische Band amerikanische Charthits. In einem anderen saßen Triadengangster in kleinen Nischen. Und in einem weiteren wirbelten Tänzer über die Bühne. Ich setzte mich in den 4., durch den eine Phalanx von Frauen marschierte, die Zahlen von 1 bis 800 trugen. Für jeden Fetisch, den man sich nur vorstellen konnte, gab es alle möglichen asiatischen Mädchen. Von zierlichen Nymphen mit Babymützchen, die an Lollis lutschten, bis zu gut gebauten Frauen in ledernem S&M-Outfit. Ich winkte der Hostess und bestellte aus dieser Auswahl wie nach einer Speisekarte. Ich nehme Nummer 14, Nummer 7 und Nummer 8. Schicken Sie mir die bitte aufs Zimmer. Dann bestellte ich 10 weitere Mädchen für Doc und ein Dutzend für Mr. Udo. Ich glaubte tatsächlich, ihnen einen Gefallen zu tun, sozusagen als Entschädigung dafür, dass sie mich auf meiner Solotour betreuten. Nachdem ich für die Mädchen bezahlt hatte, ging ich auf mein Zimmer und kippte dort um. Falls in der Nacht jemand an meine Tür klopfte, ich hörte es nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht ließ ich sie rein, um mich von einer fetten Koreanerin versohlen zu lassen. Ich kann mich nicht erinnern. Sex war jedenfalls das Letzte, woran ich dachte. Erst am Nachmittag kam ich wieder zu mir und musste mich als erstes übergeben. Anschließend setzte ich mir mit dem verbliebenen Kokain einen Schuss, zog meine Lederhosen an und traf mich mit Doc und Mr. Udo in der Lobby. Und? Habt ihr meine Geschenke bekommen? Fragte ich. Niki! Doc zog eine Grimasse. Du bist ja krank, Mann. Als ich die Tür aufmachte, standen da 2 Mädchen in Nazi-Uniform und eine Nonne. Was ist bloß los mit dir? Scheiße, Doc, ich hatte einfach nur ein wenig Spaß. Was meinen Sie, Mr. Udo? Hatten Sie Spaß mit meiner kleinen Aufmerksamkeit? Meine Frau ist wie die Luft um mich herum, sagte er. Hä? Ohne sie kann ich nicht leben. Sie ist die Luft, die ich atme. Allmählich fühlte ich mich wie ein echter Vollidiot. Ich hatte versucht, seine Atemluft zu verschmutzen. Sie fahren jetzt nach Hause, sagte Mr. Udo. Sie fahren nicht mehr nach Bangkok. Sie sind fertig, okay? Okay, krächzte ich. Endlich hatte ich jemanden gefunden, der als Vaterfigur agieren wollte. Und in nur 24 Stunden war es mir gelungen, ihn gründlich zu enttäuschen und anzuwidern. Ich verdiente es, erneut im Stich gelassen zu werden. In der Nacht durchstreifte ich mit meiner Übersetzerin die belebten, überfüllten Straßen von Hongkong und war auf der Suche nach Drogen. Als wir von der Wan Chai Road abbogen, gerieten wir in eine lange, schmale Gasse, an deren Ende eine einsame Laterne im Wind schaukelte. Aus einem Kanaldeckel davor stieg Dampf auf. Das Ganze wirkte wie eine Szene aus einem Horrorfilm und daher sagte ich der Übersetzerin natürlich, ausgerechnet hier entlang gehen zu wollen. Am Ende, unter der Laterne, fanden wir nichts außer einem kleinen, alten Chinesen, in einem braunen Gewand.
Wer ist das? Fragte ich die Übersetzerin. Er ist der Wahrsager. Oh, cool, meinte ich. Kann er mir die Zukunft vorhersagen? Sie sprach mit ihm und sagte dann zu mir, ich solle ihm 4 Hongkong-Dollar geben und ihm meine Hand zeigen. Entschlossen schob ich ihm meine Handfläche unter die Nase. Er strich darüber, dann schloss er meine Finger ruckartig und schubste sie weg. Sein Gesicht war verzerrt, als habe er gerade saure Milch getrunken. Er sagte etwas zu der Übersetzerin und schickte uns mit einer Geste weg. Was hat er gesagt? Fragte ich die Übersetzerin. Das wollen Sie nicht wissen, antwortete sie, wandte sich ab und ging voraus. Moment, ich versuchte sie einzuholen. Was hat er gesagt? Er sagte, Sie werden vor Jahresende sterben, wenn Sie Ihr Leben nicht ändern. Wir hatten den 21. Dezember. Er sagte auch, dass Sie nicht in der Lage seien, Ihr Leben zu ändern. Mehr Warnungen, als ich in den letzten Tagen erhalten hatte, konnte Gott mir wahrscheinlich nicht schicken. Mein Leben bestand nur noch aus einsamer, trauriger Abhängigkeit. Und das war jedem klar, gesetzten Geschäftsleuten wie Mr. Udo, genauso wie dem verrückten alten Wahrsager. Jedem außer mir. Mann, brüllte ich die Übersetzerin an. Auf diesen Scheiß habe ich 10 Dollar verschwendet. Nach meiner Rückkehr ins Hotel rief ich meinen Dealer in L.A. an und traf die übliche Vereinbarung. Ich komme morgen an und treffe dich dann gleich. Bring Smack und Koks für ein paar tausend Dollar mit, Spritzen und eine Pulle Shampoos. Bevor es nach Europa geht, habe ich ein bisschen Zeit und die möchte ich so gut wie möglich ausnutzen. Kurz nach der Landung in Los Angeles stieg ich in die silberne Limo, die mich zu meiner Wohnung brachte, und war in wenigen Minuten wieder drauf. Manchmal merkt man nicht, wie sehr man sich verändert, bis man sich zu Hause im Spiegel wieder sieht und sich daran erinnert, in welcher Verfassung man das letzte Mal hineingeblickt hat. Ich hätte heulen können. Langsam bekam ich ein aufgedunsenes Säufergesicht wie Jimmy Page oder Mick Mars. Meine Arme waren klapperdürr und mit langen, farblosen Einstichnarben bedeckt. Der Rest meines Körpers war weich und schwammig. Mein Gesicht erinnerte an diese Kinderspielzeuge, deren Oberfläche von einer Plastikhaut gebildet wird, unter der eine Flüssigkeit herumschwimmt. Wobei das Spielzeug, an das ich bei meinem Anblick denken musste, offenbar einem Girl gehörte, das mit irgendeinem schweren Gegenstand drauf eingedroschen hatte. Sogar die Haare fielen mir büschelweise aus und die Spitzen waren gespalten und fisselig. Ich begann mich aufzulösen. Um meinem Verfall und meiner Einsamkeit zu entfliehen, musste ich raus in die Szene.